I had hoped that you might have escaped Hong Kong. Escaped these influences. These problems. It seems that the evidence against you has failed to appear. You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. What the fuck? They finally deport your ass from the United States? It was mutual. Time I came home anyway. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. So, you fearless? That's just crazy. Try capable. Dieser Wei Shen ist wirklich ein fähiges Kerlchen. Denn schließlich ist er der Held im neuen Open-World-Action-Spiel Sleeping Dogs von Square Enix. Ganz im Gegensatz zum großen Genrekönig GTA setzt die Reise durch die Unterwelt von Hongkong auf zahlreiche Martial-Arts-Kloppereien. Und die erinnern in spielerischer Hinsicht stark an Batman Arkham City. Ein Knopf zum Zuschlagen, einer zum Packen der Gegner, einer zum Kontern. So einfach kann das Leben als virtueller Karate-Künstler sein. Zudem nutzt ihr Undercover Cop gerne mal die Umgebung als fiese Waffe. Rot umrandete Objekte, wie eben dieses Aquarium, lassen sich als Finishing Move Verstärker in Offensiv-Kombos einbauen. Benny, I know you're in there. Entwickler United Front Games unterbricht die Action immer wieder durch kinoreif geschnittene Zwischensequenzen. Zwielichtige Asia-Gangster, derbe Sprüche, überraschende Wendungen. Als Inspirationsquelle geben die Macher Kinoklassiker wie Departed an. Zu Recht. Relax, Benny. I'm not gonna kill you. Okay. Just listen. Okay. What do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend. And what about Dog Eyes? Not your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny. In der offenen Spielwelt geht es indes deutlich interaktiver zu. Über 60 Vehikel warten darauf, von ihnen gefahren zu werden. Und damit die Raserei nicht zu langweilig wird, registriert Sleeping Dogs besondere Ereignisse wie etwa einen tollen Drift oder spektakuläre Sprünge. Diese werden dann online mit den Leistungen ihrer Freunde verglichen. Wenn's mal gar nicht mehr anders geht, lässt Wei Shen auch die Schusswaffen sprechen. Und zwar mit typischem Deckungssystem und der ein oder anderen lässigen Zeitlupeneinlage. Abseits der Story-Aufträge bietet Sleeping Dogs einen ganzen Reissack voller Nebenbeschäftigungen. So nehmen sie beispielsweise an Arcade-Rennen im Stil von Need for Speed teil, um neue Karossen freizuschalten und Hongkong-Dollar einzusacken. Winston, my old friend, so good to see you. How's your family, huh? What do you want, Dog Eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? Oder aber sie vermöbeln eine Ganoventruppe, die an den Hafendocks mit bösen Drogen handelt. Der Clou daran? Je nachdem, ob sie gemäß ihrer Bestimmung als Undercover-Cop handeln oder es mit dem Gesetz nicht ganz so genau nehmen, erhalten sie brave Cop-Upgrades oder eben fiese Triadentalente. You know what happens to rats, Wei? Sleeping Dogs ruht sich also nicht auf seinem frischen Asia-Szenario aus, sondern geht auch in spielerischer Hinsicht neue Open-World-Wege. Ob das reicht, um GTA zu übertreffen, muss sich noch zeigen. Ein klasse Action-Titel wird Sleeping Dogs aber allemal.
cops. There are rules. You're a cop. I am an undercover cop. The rules are different.